Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich würde sagen, wir könnten direkt bei Dead Adam mitsingen, so vom Outfit her. Er meint gerade noch. Yo! Wahrscheinlich hat er von mir die Überschelle bekommen! Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer fetten Runde GTA Online. Ich bin heute alleine, weil ich die erste Folge einfach mal wieder keine Freunde hatte. Mir dachte, dass ich einfach mal alleine online spiele, mal gucke, was dabei rumkommt. Ich bin doch überhaupt gerade gar nicht mit meinem Account drin, sondern mit dem von meinem Brody. Das macht aber nichts, weil ich ein kleines Problem hatte. Ich hatte nämlich außerdem den Account von meinem Bruder verknüpft gehabt, weil ich zuerst dachte, man könnte den Spielfortschritt übertragen, weil er nämlich ziemlich viel auf der Playstation mit einem gemeinsamen Account gespielt hatte. Ist leider nicht der Fall, das heißt, ich muss das Ganze nochmal wegziehen. Aber ich wollte euch einfach mal ganz kurz zeigen, dass ich auch in der Lage bin, GTA Online zu spielen. Und ich werde es einfach so ein bisschen zusammenschneiden, vielleicht mal die Karren zeigen. Ihr seht auch hier gerade schon, das ist das Outfit, was wir im Moment tragen. Das ist halt, ich sage halt bewusst wir. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich würde sagen, wir könnten direkt bei Dead Adam mitsingen, so vom Outfit her. Ist auf jeden Fall so richtig fresh und alles. Ihr seht auch schon, waffenmäßig läuft es auf jeden Fall auch. Es ist alles da, was wir brauchen, um ein bisschen Spaß zu haben gemeinsam. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zum Auto hin, was da hinten steht. Ich bin ehrlich, ich spiele jetzt, glaube ich... Oh, was war das? Was habe ich aufgesammelt? Ich habe irgendwas aufgesammelt. Nice! Ich bin ehrlich, ich spiele jetzt, glaube ich, das zweite... Oh Gott, hier ist ein dickes Monster-Placement drauf. Könnte fast schon das von Auto von Monte sein hier. Auf jeden Fall ein ziemlich fettes Car. Jo, hier liegt einfach eine tote Nutte. Was geht? Ich wollte eigentlich... Oh, sie ist aber schön. Guck mal, Leute. Sie ist ja richtig schön, oder? Sie ist richtig schön. Schaut mal. Seht ihr das? Vielleicht kann man da noch... Ja, interessant. Okay, gut. So, Freunde, ich habe es dann endlich geschafft, auch mal die Garage zu finden. War gar nicht mal so schwer. Ich hätte nämlich einfach nach den Apartments suchen müssen. Und jetzt gucke ich einfach mal, wie unser Apartment aussieht, beziehungsweise was wir hier alles für Karren stehen haben. Und, ja, was soll ich sagen? Schaut euch das einfach mal an. Ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden mit diesem Aufgebot an Autos. Sehen die nicht alle fett aus, ohne Spaß, Mann. Richtig, richtig geil, oder? Schaut euch das mal bitte an. Wir haben hier einen, ja, ich kenne die ganzen Autos ja noch gar nicht. Ich kann auch gar nicht sagen, was es ist. Sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie, was könnte es sein? Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Muscle Car auf jeden Fall. Der hier hat was von einem Porsche auf jeden Fall, ganz klar. Dann haben wir hier einen, noch einen Porsche, einen BMW. Auf jeden Fall richtig, richtig fett, Leute. Und das ist natürlich hier der Murcielago gewesen. Oder das hier wäre der Murcielago, ich weiß es gar nicht. Das hier ist eher mehr so ein R8. Aber, nee, das hier ist ein R8, das hier ist ein R8 tatsächlich. Also auf jeden Fall schon ziemliche fresher Prolo-Cars, würde ich mal behaupten. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wir können ja mal ganz kurz hoch ins Apartment gehen. Ist auf jeden Fall ganz okay. Also man kann sich hier halt wirklich, man kann sich hier halt alleine hinsetzen und Wein trinken, wenn man alleine ist, so wie ich. Ich bin so, oh Gott, sehe ich hässlich aus, Alter. Digga, ich bin so hässlich, da würde ich richtig viel Wein trinken. Leck mich am Arsch. Wollen wir sehen, wie jemand, also ich jetzt in dem Fall nicht, singen. Singen? Ja, Original Gangster. Hier. Damn, it feels good to be a gangster. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mal. Und ich finde es nach wie vor schade, dass man hier noch nicht sagen kann, ich möchte jetzt gerne meinen Charakter so modifizieren, dass ich quasi den ein bisschen fitnessmäßig aufbaue und sowas. Aber ich denke mal, das kommt alles noch. Und ich würde wirklich gerne wissen, warum hier Leute in meinem Apartment rumschreien, die ich nicht kenne. Ja, das ist mal wieder typisch hier. Okay, was geht hier ab? Was geht hier ab? Scheinbar ist hier irgendwie... Ich glaube, ich mache einfach mal mit, Leute. Ich mache einfach mal mit. Hier schießt jeder auf jeden. Ist echt interessant. Das Launching. Auf wen wird denn jetzt hier geschossen? Ich verstehe jetzt gerade... Hallo, was ist hier los? Hallo? Hallo? Oh Gott. Das ist ein Psychopath. Ah, Wichser! Ja! Wir sind der fetteste Motherfucker der Welt! Los, drive! Warum will jetzt das ganze Land mich töten? Was geht? Holy shit, was geht denn hier? Oh Gott! Oh Gott, nein! Nein, lasst mich! Ich habe euch nichts getan, ihr Wichser! Lasst mich leben! Bitte! Nein! Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Warum? Was ist geschehen? Das, ja. Gut. Oh geil, oh geil, oh geil. Oh ja, Freunde. Deshalb habe ich mir dieses Spiel gekauft. Nur um alte Frauen auf der Straße abzusächen. Genau das ist nämlich das, was ich will. Du kleines, dreckiges Stück Scheiße. Yo, ich mache jetzt ein bisschen Feuer.
Fickt euch! Ja, Mann, das läuft doch schon eher. Das läuft doch schon eher damit. Yo, okay. Alles klar. Scheinbar hatte er keinen Bock zu sterben. Oh Gott, Leute. Was habe ich hier schon wieder ange... Hey, ich wollte das gar nicht, Mann. Ich wollte... Ich... Ohne Witz! Okay, das war mehr als nur schwach. Ja. Dieser Typ ist auch echt schnell und fett, Mann. Oh Gott, da haben wir ihn. Okay, Dude. Ja, ist auf jeden Fall, also das ist so, wie gesagt, aus diesem Grund habe ich mir einfach das Spiel gekauft, weil ich es halt einfach geil finde, komplett schwarz gekleideter Psychopath Menschen in einem Stadtpark abzuschlachten. Das ist halt so mein Ding, Freunde, weil mehr mache ich auch nicht, wisst ihr? Das ist wirklich so, deshalb liebe ich dieses scheiß verfickte Dreckspiel! Ach, guck mal da, Gerard Asamoah, auf jeden Fall schick. Die dreckigen Hurensen, ohne Spaß, Mann. Was fällt euch denn ein? Was fällt euch ein? Was? Meine Fresse, geht mir doch nicht alle um den Sack, ihr dreckigen Penner. Nein! So, wahrscheinlich fliege ich jetzt selber mit in die Luft. Okay, Glück gehabt. Es ist einfach ein stressiges Leben, was ich hier führe, ja? Es geht nicht anders. Es nervt einfach. Es ist einfach unnormal nervig. Genau da. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. Das ist das, warum ich hier das Spiel gekauft habe. Um auszurasten. Um nämlich Leute zu töten. Um möglichst viel Chaos zu stiften. Und, ja, ich habe auf jeden Fall in dieser Folge mit euch nichts Produktives gemacht. Ich habe, glaube ich, jetzt gut eine halbe Stunde aufgenommen. Oder eine Stunde sogar schon. Ich habe jetzt, glaube ich, eine gute Stunde gespielt. Und nichts wirklich derart Produktives geschafft. Ich habe bis jetzt nur wahllose Passanten erschossen. Aber das ist auch genau das, was ich machen wollte. Er meinte gerade noch... Yo! Wahrscheinlich hat er von mir die Überschelle bekommen. Ja, genau. Wer bin ich denn? Fucking Undertaker oder was? Sie hat einfach gar keine Chance. Yo! Ja, genau. Das war einfach die Tochter von Jackie Chan gerade. Als ob... Ohne Spaß, was ist denn hier bitte los? Kennt ihr Project X? Kennt ihr den Film vielleicht? Ist nur blöd, wenn dann keine Party ist, wenn man dann mit dem Auto im Pool landet. Ist eigentlich mehr peinlich, als dass es cool ist. Leute, ich bin jemand, der lässt auch mal leben, der gibt Leben, der schenkt auch Leben. Der zerstört nicht nur, sondern der gibt auch. Ich kann nicht nur nehmen, sondern ich kann auch geben, Freunde. Und das ist meine Mission, deshalb bin ich hier, in dieser Spielewelt. Deshalb, ich bin quasi so, wie soll ich es beschreiben, ein guter Patron, ja? Der für Leute da ist, der den Leuten hilft, der Leute beschützt, der einfach... Ja, Nächstenliebe zeigt und einfach zeigt, dass auch in so einer kalten Welt wie hier bei GTA Online einfach Liebe entstehen kann. Und das ist das, warum ich hier bin, Freunde. Und nicht anders. Weil ich bin, wie gesagt, jemand, der... Ach, Freunde, Liebe wird groß geschrieben bei mir. Und das finde ich schön. Wir sind Wissenschaftler, wir haben eine Gala. Ich schieße mit der Schrotflinte in euren Kopf! Ihr dreckigen, minderbemittelten Stück Kacke. Ich ficke euch alle auseinander. Schaut euch das bitte an, Freunde. Das ist einfach schön. Das ist einfach unglaublich geil, wie das hier aussieht. Und, ja, ich finde, sowas ist schon krass, wenn man auch die ganzen kleinen Lichter sieht, die sich da bewegen. Es hat auf jeden Fall was, als würde man selber da stehen. Also ich muss euch sagen, ich war zwar selber noch nicht hier oben auf dem Berg hier in L.A. bei den Hollywood Hills in der Nähe, da hinten ist das Vinewood-Schild, ihr seht's ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich aussieht, und wenn man über die Stadt drüber fliegt, es sieht nachts 1:1 genauso aus und das ist wirklich krass. Ja! Grandioser Abschluss, Freunde. Grandios. Grandios, schöner Abschluss. Das war... Nein, Ron, ich will jetzt nicht telefonieren. Lass mich in Ruhe. Scheiß Harry Potter-Statisten-Spastis. Freunde, ich würde sagen, das war's von dieser atemberaubenden und sehr, sehr super spannenden und tollen Runde. Ich hab gerülpst. GTA Online-Folge mit mir alleine, weil ich keine Freunde habe. Macht auf jeden Fall Sinn, GTA Online zu spielen, wenn man kein einziges Online-Element zeigt. Ich hab's mal wieder drauf. Ich würde sagen, Freunde, mit einem wunderschönen Base-Jump ins Nichts verabschieden wir uns einfach und würden uns dann in der nächsten Folge sehen. Wenn ihr Bock habt auf mehr Folgen und eventuell nochmal auf so einen kleinen Zusammenschnitt, lasst einfach einen Daumen hoch da. Ich bin damit raus, Freunde. Ich hab Selbstmord begangen. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da rein. Tschüss.